Ich weiß nicht, warum Leute gerne spielen. Computerspiele sind irgendwie ein Ersatz. Aber wofür? Wofür? Und eigentlich tut man nichts anderes, als in den Gedanken anderer herumzulaufen. Ich meine, das sind natürlich Ideen anderer oder Produkte anderer. Aber im Grunde tut man nichts anderes, als rumzulaufen. Und trotzdem, irgendwie gefällt's. Und nicht nur mir, sondern ich glaube zigtausenden anderen Menschen auch. Nicht nur am Wochenende, auch in der Woche. Abends, morgens, mittags, wann immer Zeit ist. Rennen, laufen, kämpfen, schießen wir uns durch eine Welt nach der anderen. Irgendwie komisch, denn wirklich erreichen in der tatsächlichen Welt tut man dadurch gar nichts. Nix. Man läuft durch eine virtuelle Welt, durch Produkte anderer, durch Gedanken anderer, durch Erfindungen anderer. Wenn es jetzt noch möglich wäre, durch das Rumlaufen in virtuellen Welten, in der echten Welt was zu verändern, das wäre spannend. Aber wie wird das gehen? Würden wir uns dann kniffligen Aufgaben stellen, in irgendwelchen kniffligen Levels, und durch die Lösung, die wir als Spieler bekommen, vielleicht anderen Entwicklern helfen, mit besonderen Lösungen zu kommen, die sie selber vielleicht gar nicht so hatten? Das wäre spannend. Ich glaube, dass dieser Link noch irgendwann kommen wird. Der Link von virtueller in die reale Welt. Und dadurch irgendwelche neuen Puzzle zu lösen. Wer weiß. Vielleicht kann ich ja schon durch das Lösen eines Weltraumabenteuers der Krebsforschung helfen.